Wolf und das Landhotel Birkenhof präsentieren das Nürnberger Kochstudio. Es geht um die Wurst, Faszination, Leidenschaft, Genuss. Lassen Sie sich überraschen, was man damit alles zaubern kann. Tipps und Tricks vom Sternekoch Hubert Obendorfer und der Hobbyköchin Gabi Weigert. Wolf Wurst wünscht leckere Unterhaltung. Das ist ein Speisesalat mit Nürnberger Rostbratwürsten. Ist eigentlich ein leichtes Gericht und genauso leicht ist es auch zum Zubereiten. Wie das genauso funktioniert und wie die Schritte sind, zeigen wir euch jetzt in dieser Folge im Nürnberger Kochstudio. Ich wünsche euch viel Spaß. Zu unserem Spargelsalat mit originalen Nürnberger Bratwurst brauchen wir natürlich Nürnberger Bratwurst, die haben wir da. Einen frischen, gackigen Spargel. Wir nehmen einen weißen und einen grünen. Um das schön abzurunden, haben wir natürlich noch die Möglichkeit von Granatenchili-Tomaten oder Radieschen. Natürlich noch einen Schnittlauch und zur Vinaigrette ein bisschen Essig und Öl und dann sind wir eigentlich schon mit allen Zutaten soweit fertig. Also Gabi, zu unserem Gericht brauchen wir natürlich einen Spargel. Mhm. Da haben wir schon geschalten, was ganz wichtig ist. Wasser kocht schon. Entscheidend ist, wie viel Zucker und wie viel Salz tun wir rein. Du Hubert, was würdest du unseren Zuschauern für einen Tipp geben bei der Spargelzubereitung? Also liebe Zuschauer, wichtig beim Spargelkochen ist, dass der Spargel erstmal sauber geschaltet ist, dass keine Fäden mehr dran sind. Das ist mal Punkt 1. Genauso wichtig ist, dass das Wasser natürlich nicht extrem sprudelt, sondern einfach leichter hinsimmt, wenn man den Spargel reingibt. Und dann, wenn man das Gefühl hat, der Spargel ist fertig, einfach mal einen rausnehmen, kurz am Ende drücken und wenn man das Gefühl hat, der ist so leicht soft, dann auf die Seite stellen, ein bisschen ziehen lassen und dann garantiere ich, ist der Spargel gut, hat einen schönen Biss und perfekt gegart. Okay, also wir haben alles da. Wie gesagt, das sind jetzt ungefähr 2 Liter Wasser, also nehmen wir keine Angst haben, 2 Esslöffel vom Zucker und vom Salz, von dem Salz. Und dann, um ein bisschen Geschmack reinzubringen, nehmen wir noch Zitrone dazu. Den Zucker nimmst du aus dem Bitterstoff hier ein bisschen raus, ne? Ja, das tut, also auch wenn ich ihn jetzt als Salat mache oder normal koche, der Zucker ist immer sehr interessant zum Geschmack, weil der Spargel eigentlich sogar ein leichtes, süßes Gemüse ist. Ja? Und das unterstützt damit dazu. Mhm. Und er nimmt ein bisschen die Bitterstoffe weg. Aber er unterstützt den Eigengeschmack schon noch ganz gewaltig. Okay. Okay. Und da wir einen Salat machen jetzt, machen wir einen guten Schuss Essig rein. Den du normalerweise nicht rein tust. Den machen wir nicht rein. Ja. Weil er dann, ja, sonst machen sie besser auch. Also, es wird ja funktionieren, okay? Es gibt manchmal so Spargelköpfe, wo die Stehen drin sind. Mhm. Also, gibt's, kann man kaufen. Also, ich muss sagen, ich mag solche Töpfe lieber, aber ich weiß eins, dass viele im Haushalt einfach keine so großen Töpfe haben, wo die reinigen kann. Und deswegen gibt's die, wo man so reinsteigen kann. Ja. Aber wir machen es halt einfach so, weil es praktischer ist. Ja. Den lassen wir jetzt einmal kurz ankochen und dann schalten wir es fast runter auf 2, lassen ein bisschen ziehen, dann stellen wir ihn weg. Weil durch die Eigentemperatur vom Wasser zieht der relativ gut durch. Also da brauchst du nicht lange kochen und sprudeln lassen, weil sonst ist er weg. Wenn der einmal, bis das Wasser abkühlt, ist er verkocht. Das ist eigentlich ganz, ganz eine gute Idee. Ja. Kocht er nämlich immer bis zum Schluss. Nein, nicht. Und dann einfach stehen lassen, ziehen lassen, weil dann zieht er auch mit dem Essig gleich durch und hat dann Geschmack. Wir machen natürlich zu unserem Gericht noch einen grünen Spargel, den wir da haben. Den werden wir aber dann nur kurz blanchieren. Zum Schälen vom grünen Spargel kann ich eins sagen, man soll ihn nicht ganz von oben schälen. Ich bin aber schon der Fan, dass man den unteren Teil ein bisschen wegschält. Ja? Mhm. Weil desto weiter, dass einfach der grüne Spargel heruntergeht, desto härter wird die Schale. Also du kannst dann die Tomaten schneiden. Mhm. Ja? Okay. Für unseren Ding. Tust du einen Strunk raus? Also bei den kleinen Kirschtomaten sicher nicht. Ich meine, du kannst bei großen Tomaten, wenn du jetzt wirklich welche hast, wo du siehst, dass der Strunkrand noch ganz grün ist und wirklich, dann kann man schon sagen, das sind ein bisschen Bitterstoffe und kleine Giftstoffe, aber also ich glaube nicht einmal, dass ich immer einen Bauch gekriegt drauf. Aber bei denen sicher gar nicht. Okay, das ist gut. Super. So, meine Tomaten sind fertig. Gut, ich zeige dir jetzt nochmal schnell noch unseren Spargel, den wir ja gekocht haben. Ja, wenn du reinschaust, also wenn du den hinten nimmst. Das merkst du, ist ja leicht fest. Aber wir haben ja beide vorhin gesagt, wir wollen ihn nicht zu weich. Ja, wenn wir ihn jetzt nehmen, langt sich das super nicht um. Negativ sind, der ist einigermaßen noch. Ja. 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 Also das geht gerade noch. Also wenn die dann so runterhängen, ist natürlich immer schwierig, wenn du unterschiedliche Größen hast. Aber im Großen und Ganzen geht es so. Ja? Ja. Und die schneiden wir jetzt so ein bisschen schräg runter. Kannst das du machen oder ich machen? Bist du? Ich mach das. Pass auf, dann gib dir jetzt eine Schüssel, du schmeißt mal deine ganzen Tomaten gleich da rein. Die brauchen wir dann auch eh. Vorsichtig bitte. Ja, Meister. Und dann kannst du den Spargel schneiden und ich richte mal die Bratwurst. Gut. Machen wir so. Okay? Ich bin jetzt ganz frech und zeig dir schnell, wie ich mir das vorstelle. Ja, das lernen wir was. Damit du das nicht falsch machst, ist wichtig, also du kannst jetzt 2 nehmen oder 1 und schneidest sie ungefähr so. Ich sag dir jetzt, warum, dass ich das so machen will.
Die heben wir auf, weil die nehmen wir vielleicht sogar nicht daher. Wenn du sie zu dünn schneidest, schmeckt er nicht. Und du musst wenigstens ein bisschen einen Biss haben. Super. Okay, du schneidest ihn her. Magst du auch schon die Richtung weg? Freue mich schon drauf. So, jetzt bleiben wir vorne. Dann fangen wir an. So, liebe Zuschauer, und jetzt aufpassen, jetzt geht es nämlich ums richtige Anbraten von den originalen Nürnberger Bratwürstel. So, jetzt nehmen wir die mal ganz da rein. Jetzt müssen wir schon schauen, dass wir die einigermaßen sauber reinrichten, damit wir danach auch schön innen drin. Jetzt brauchen wir erstmal genügend Anbratfläche, dass die jetzt einfach schön einmal, und dann drehen wir es nachher dann schon um. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir es erstmal auf der Seite wirklich angelassen. Wenn ihr eine original Nürnberger Bratwurst in die Pfanne legt, dann ist es wirklich wichtig, dass die super gut angebraten wird. Und dazu braucht man eine Pfanne, die heiß ist, die groß genug ist. Nur weil wenn die richtig braun sind, dann schmecken die doppelt so gut. Und dann haben wir einfach einen tollen Genuss. Riecht jetzt schon gut, gell? Geht schon, ja. Also, wenn man jetzt schaut, ist ein bisschen was, aber das geht schon noch. Schon warten wir. Zu viel Öl, da die auch nicht rein Fett, je nachdem, was jemand nimmt. Weil ein bisschen Fett geht aus der Wurst raus. Mhm. Und wenn es weniger Fett hat, nimmt es mehr Aroma an und wird nicht so glatschig danach. Weißt du, manchmal ist es dann so, wenn es so lang so. Ich weiß genau, was du meinst, dass es ein bisschen glitschig ist. Ja, und das mache ich nicht so. Also, mir selber, wenn sie ein bisschen trocken sind. Genau. Ja, und deswegen soll es nicht zu viel Öl sein. Jetzt siehst du, jetzt haben wir schon ein bisschen Farbe. Ein paar sind ein bisschen klassisch, ich muss ein wenig richten, aber die haben wir gleich. Dann können wir jetzt dann gleich weitermachen. Die schneiden wir jetzt genauso wie den Spargel. Gut. Ja? Soll ich den nochmal wegräumen? Du kannst den Spargel schon mal den geschnittenen mit reinmachen, kannst den grünen mitschneiden. Ja. Ich schaue ein bisschen auf die Bratwurst auf. Ja. Die lassen wir dann leicht abkühlen. Ja? Was aber schon wichtig ist, was du dann gleich sehen wirst, der soll schon noch, die Bürstler sollen schon noch gut lauwarm sein im Salat. Ja. Weil dann schmeckt es einfach deutlich besser, wenn sie eiskalt waren. Man kann es eiskalt essen, aber es war besser, okay? Wir haben hier den Fond, wo wir den Spargel gekocht haben. Mhm. Den tun wir jetzt in die Schüssel ein bisschen mit rein, weil das unsere Basis ist. Da ist schon ein bisschen Essig drin. Mehr brauchen wir jetzt gar nicht für die Menge. Dann machen wir jetzt nochmal ein bisschen Essig dazu. Und wir nehmen jetzt das normale Sonnenblumenöl dazu. Was wir natürlich auch nehmen könnten, was wir vielleicht jetzt auch gleich machen, weil beim Spargelsalat finde ich immer wahnsinnig interessant, wenn man ein Walnussöl dazu macht. Ich habe jetzt gedacht, dass das Kürbiskern kommt, aber Walnuss. Aber wenn wir es nicht im Rezept haben, weil ich sage, das schmeckt echt gut. Und das passt einfach super zusammen. Das verrühren wir, ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz noch dazu und dann ist es fertig. Und jetzt sagt er, was wichtig ist, wenn man ein Salatdressing macht. Ich mache das ohne, dass ich es probiere, weil ich weiß, dass das funktioniert. Mhm. Wenn du ein Salatdressing machst und du probierst den, dann darfst du nicht 5 und 7 rühren. Weil durch den Essiganteil und einfach, weil der sehr intensiv ist, schmeckst du nichts mehr. Also auch ich, wenn ein Salatdressing 2-3 Mal probiere, ist rum. Mhm. Weil du kannst das nicht mehr genau schmecken. Einmal, max, zweimal und dann sollst du 5-6 Mal probieren, vergiss es. Okay? Mhm. Aber ich gehe davon aus, der passt. Ja, das glaube ich bei dir auch. Lass es probieren. Darf ich probieren? Du hast genau eine Anbratmöglichkeit. Ja, das ist, nein, du musst schon rühren. Wenn du das noch umnimmst, hast du das Öl. Gott, sogar das Rühren muss klären sein. Ja, weil du sonst hast du das Öl, wenn du oben hingehst. Passt. Weißt du, der so. Also, den machen wir jetzt dann gleich mit dazu. Nein. Du schneidest die Würste jetzt, weil das ist schon alles schön schräg geschnitten. Gut, das darf ich schon drüber schütten. Ja, und ich richte noch wegen den Schnitt nachher. Ja. Nimm alles, krieg alles drauf. Ja, gut. Genau. So, du machst unsere Nürnberger. Genau. Und ich mache den Schnitt auch. Hast du aber gerade noch aufgebracht? Jetzt nehmen wir das so ein bisschen drüber. Spargelsalat mit originalen Nürnberger Bratwürstel von Wolf. Schaut super lecker aus.
15 Minuten haben wir gebraucht, also gar nicht lang. Und ich bin mir sicher, es schmeckt sehr, sehr fein. Ich freue mich jetzt drauf. Einen guten. Total lecker. Wir wünschen euch viel Spaß beim Kochen. Und wenn es euch gefallen hat, dann liked es. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.